während hier Tausende von Menschen überhaupt erst auf die Gamescom strömen und die Deutzer Gegend unsicher machen, sind wir fast am Ende unserer doch langen, fast sechstägigen Gamescom-Woche. Wir haben viele Spiele gesehen, die wenigsten davon haben wir zum ersten Mal gesehen und wollen euch jetzt einfach nochmal so ein bisschen unsere persönlichen Highlights verraten, wenn die Sonne mir nicht den Schädel wegbrennt. Der Benjamin, unser Redaktionsküken von der Zugehörigkeit her, hat sich wahrscheinlich vor allem Adventures angeschaut, oder? Ich habe mir einige Adventures angeschaut, aber natürlich auch Risen 2, denn die Piranha Bytes Spiele haben mir immer sehr, sehr gut gefallen und ich glaube, Risen könnte mich wieder einige lange Nächte kosten, denn ich habe auch die Vorgänger wirklich alle mehrfach durchgespielt und habe die wirklich regelrecht verschlungen, jede Quest gemacht, immer schön die komplette Karte von Monstern freigemacht und da freue ich mich schon sehr drauf, ja. Und unter den Adventures, ja, da bin ich sehr gespannt auf das Spiel von Pendudo Studios, das neue. Das heißt Y, der Fall John Yesterday heißt das und das ist sehr düster, sehr ernsthaft. Ich dachte bisher eigentlich immer, Pendulo könnte nur lustig, aber offenbar können sie doch auch anders und das hat schon einen ganz guten Eindruck gemacht. Die setzen wieder ihre typischen Mittel ein, diese sehr ungewöhnlichen Kameraperspektiven, ist auch wieder dieser Comic-Cell-Shading-Look, aber eben doch wesentlich düsterer. Und ich glaube, das ist also geht um einen Serienmörder, darum der Obdachlose entführt und dann bei lebendigem Leibe verbrennt. Und ich werde zu lang schon, ja. Nee, ich wollte sagen, wir haben da auch einen Brief in die Redaktion bekommen mit blutverschmierter Hand und konnten den nicht zuordnen. Und ich habe dann erfahren, dass das dann die Pressesprecherin tatsächlich selbst gemacht hatte und zwei Tage lang mit roten Händen rumrannte. Ja, da habe ich die Vera jetzt gar nicht mehr drauf angesprochen. Ich habe es ja gestern Abend auch nochmal gesehen. Und aber da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf und natürlich immer... sehr wichtig sind natürlich die Spiele von Dedelic Entertainment, die sind ja eigentlich alle bisher sehr, sehr gut gewesen und die haben ja einiges in der Mache und da freue ich mich sehr drauf. Ja. Okay. So, machen wir gleich. Hallo? Jo, was waren deine Spiele? Ach so. Ja, meine Spiele waren vor allem Actionspiele in diesem Jahr. Adventures so gut wie gar nicht. Und ein Actionspiel ist auch mein Favorit, The Darkness 2. Das sieht sehr verbessert aus im Gegensatz zum Vorgänger, besonders im Kampfsystem. Inwiefern das in Deutschland erscheinen kann, ist natürlich noch die große Frage. Aber mir gefällt da schon wieder sehr gut die Atmosphäre und der Comic-Look. Und ich glaube, die Story könnte auch sehr gut werden. Mhm. Was ich auch sehr schön fand, war der Nachfolger zu Sly Cooper. Das war ja ursprünglich eine PlayStation 2-Reihe von den jetzigen Infamous 2-Entwicklern. Wird jetzt fortgesetzt von einem anderen Studio und sieht auf der PlayStation 3 fantastisch aus in der ersten Version, die uns gezeigt wurde. Grafisch ganz toll, sehr abwechslungsreiche Bosskämpfe. Gameplay, in dem man dann mit neuen Fähigkeiten auch mal zurück in alte Level gehen kann, um neue Bereiche zu entdecken. Das kann sehr schön werden. Uncharted 3 ist so ein bisschen ein No-Brainer. Das war natürlich gut. Will ich natürlich spielen und hat mich in der Präsentation auch sehr beeindruckt. Und ja, auch wenn du mir das schon gestern im Podcast nicht so ganz geglaubt hast, ich glaube, Tim und Struppi wird ein tolles Spiel. Ich glaube, das wird ein richtig schönes Jump'n'Run. Und richtig schön wird übrigens auch Rayman Origins, auch ein Jump'n'Run. Allerdings wird das im Gegensatz zu Tim und Struppi wahrscheinlich um ein Zehnfaches schwerer. Und ist gerade im 4-Player-Koop-Modus eher Chaos als effektives Zusammenarbeiten. Okay, vom Chaos zum Christoph. Was sind deine Highlights? Ach, ist eigentlich langweilig, schon wieder Saints Row 3 zu nennen, aber... Penetrator, ja. Deswegen, ein anderes Highlight wäre zum Beispiel Dragon Commander von Larian Studios, das ist der vierte Titel. Der hat mir richtig angetan, auch wenn man jetzt... Wenn das Spiel natürlich noch in der frühen Entwicklungsphase ist und man natürlich vor allem Versprechungen jetzt erstmal gehört hat. Aber was gesehen, man hat auch ein bisschen was gesehen und es hat einen richtig guten Eindruck gemacht. Das freue ich mich schon tatsächlich drauf. Oder, wo ich mich auch ganz viel drauf freue, ist Sniper 2. Echt? Weil sie angeblich, ja was heißt angeblich, was ich anspielen konnte tatsächlich, also erstmals hands-on. War ein richtig schönes Sniper-Spiel. Also, und sie scheinen tatsächlich aus dem ersten Teil gelernt zu haben. Also dass diese Assault-Missionen, diese langweiligen, weglassen und stattdessen wirklich auf Schleichen,
und aus dem Hintern halt angreifen, sich machen. Und die Gegner-KI scheint tatsächlich auch verbessert worden zu sein. Das heißt, die greifen dich nicht mehr auf 300 Meter Entfernung an, sondern versuchen dann von Deckung zu dir zu gelangen, können jetzt auch Smoke-Grenades werfen, um sich dahinter zu verstecken. Also, da freue ich mich richtig drauf. Und dank der CryEngine 3 sieht es auch sehr, sehr gut aus. Ja, dann mache ich noch den Schluss. Also uns gefallen hat ja unter anderem auch hier mal ein bisschen die User zu treffen, mehreren Gelegenheiten. Aber ich muss sagen, von unseren über 100 T-Shirt-Trägern habe ich eigentlich fast keine gesehen. Die gehen dann in der Masse doch unglaublich unter. Zur Messe selbst, mir hat gefallen Skyward Sword von Nintendo. Das wird einfach klasse. Mir hat gefallen, dass Dishonored, auch wenn es nur vorgespielt wurde. Aber das könnte so vom Stil und von so Weltsimulation und Schleichen her echt schön werden. Und ansonsten muss ich sagen, habe ich doch sehr viel, was ihr euch jetzt teilweise auch nochmal angesehen habt, schon auf D3 gesehen. Und viele Firmen haben es jetzt nicht so die Mühe gemacht, da wirklich Neues zu zeigen. Das fand ich ein bisschen schwach. Ich meine, für die User ist es super und für die Spieler, die hierher kommen, die können vieles sehen. Aber ob man nicht für die, denke ich, weltgrößte Computerspielemesse sich die Mühe machen kann, in 2 Monaten doch nochmal neue Trailer herzustellen oder was Spielbares zu zeigen, was viele Firmen einfach nicht geschafft haben, das wäre für mich so die Frage. Ansonsten, mir hat Spaß gemacht. Wir haben auch noch von den Zugriffen hier eine super Woche auf Gamers Global gehabt. Fahren jetzt so leicht angeschlagen, stimmlich und geistig nach Hause und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bis denn auf gamersglobal.de. Wir haben noch einen Kameramann. Fabian, verzeih mir. Also, ohne Fabian wäre hier gar nichts gegangen. Darum darfst du das Schlusswort sprechen und sagen, was dir so auf der Messe gefallen hat. Mir hat ja eigentlich alles gefallen, was ich gesehen habe, aber hauptsächlich Risen 2. Konnte ich eine Runde anspielen. Habe ich auch schon im Podcast erwähnt. War super. Mhm. Oh, das war's auch schon. Das war ja ein geiles Schlusswort, Fabian. Aber vielen Dank, weil während wir durch die Messen hetzen und die Hallen hetzen, ist Fabian so immer der ruhende Pol, passt auf die Rechner auf, guckt, dass wir im Internet sind, lädt Bilder hoch. In diesem Sinne, tschüss.